Wieder zurück bei Super Deal World, dem Let's Play dazu. Und ich setze hier ein Safe State, was total schlau ist. Nee, ich habe etwas herausgefunden, etwas Bahnbrechendes, etwas Weltbewegendes. Ich kann hier hochjumpen mit Anlauf. Und jetzt habe ich auch den Secret Exit gefunden. Ein Information Area wieder. Schön. Gut, dann gehen wir doch mal gleich da rein. Nein. Wenigstens kriegst du jetzt hier gleich einen Pilz nachgeworfen. Weil das wahrscheinlich wieder sauschwer sein wird. Ja, komm. Ich hab's doch geschafft, oder? Ich hab's geschafft. Okay. Ich sehe schon, das wird kein Spaß. Hat auch keiner gesagt, dass das spaßig wird, aber... Es wäre schön, wenn es spaßig wäre. Nein! Soll ich das riskieren? Vielleicht kommt wieder so ein... Komm, klein. Klein ist das bestimmt leichter. Vielleicht. Okay, ich verliere ihn wieder. So. Ich sehe schon wieder, was da kommt. Da kommt doch schon wieder so ein Scheiß, wo man sich nicht selbst sehen kann. Och, Mann. Das geht so. Komm, gib mir wenigstens so eine Shell. Damit ich wenigstens mich verteidigen kann. Ah, hier, das sind ja grüne Blöcke. Juhu! So. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Kommen die zurück? Nee. Da ist nur so ein Dingsbums Cooper ohne Shell. Nee. Ich habe keine Lust mehr. Jetzt schon keine Lust mehr, wirklich. Das war nicht schlecht. Das ist sogar schaffbar. Schaffbarer, als das im ersten Part war. Aber jetzt sehe ich doch schon, was mich hier wieder erwartet. Hier erwartet mich schon wieder so ein... Ja, ich hab's geschafft. Ja, komm. Komm, Mario. Das schaffst du. Ah, das ist schaffbar. Ich glaube auch, dass der... Wow. Jump in dieser ersten Information Area, dass der auch schaffbar war. Aber... Yeah. Tür. Münzen. So, was sagst du mir hier? Wenn du das erste Ghost House... Was? Wenn das erste Ghost House findest, dann erinnere dich an das, dass das erste Ghost House böse ist, das zweite unsichtbar und das dritte solid, fest, keine Ahnung, stabil, weiß nicht. Okay, auf jeden Fall geht's jetzt weiter zu Wind Danger. Okay. Okay. Hat Ezechiel auch schon mal so eine Andeutung gemacht, dass sowas auch in seinem Hack drin vorkommt. Hier hat man Gegenwind. Und das zu steuern ist nicht leicht. Wow. Es ist eine schöne Idee und die Ninjis sehen auch irgendwie komisch aus, die haben so zwei Punkte. Okay. Egal. Natürlich renne ich direkt in den Chuck rein, weil ich ihn ja so gerne mag.
Komm. Werf nicht. Ja, komm. Renn in den Football rein. Ich schaff's nicht. Was ist los? Komm, springt der auch hoch wieder? Er springt so, wie er will, glaube ich. Dann hat er leider gelitten. Ach gut, hier oben ist vielleicht ein bisschen leichter. Aber hier ist auch dieser Football-Chuck. Man muss sich das mal vorstellen. Hier ist Gegenwind. Das ist... nicht leicht. Auf jeden Fall nicht leicht. Komm. Soll halt mein komischer Pilz drauf gehen, aber dafür... Das ist nicht schön. Ich mach hier ein Safe State. Ha, stirb. So. So. Gut, ich bin durch. Feuerblume. Gib mir die Feuerblume. Genau. Spinjump? Okay, kein Spinjump nötig. Obwohl, vielleicht schon. Je nachdem, wann ich springe. Jetzt vielleicht eher nicht. Oh, hier rutsche ich ja auch mal. Man kann ja noch nicht mal eine Sekunde ruhig stehen. Das gefällt mir nicht so gut. Also das Level von der Idee her gefällt mir ziemlich gut. Nur, dass man nicht mal eine Sekunde ruhig stehen bleiben kann, das gefällt mir nicht so gut. Aber... Ach, Mann. So. Jetzt gehe ich hier unten lang. Ja. Feuerblume. Beziehungsweise Lotusblume. Ja. Komm, auf den Ninja. Oder? Wenn ich hier drauf springe, geht das. Gut. So war das eigentlich nicht gedacht. Komm. Das ist wirklich nicht einfach. Tut mir auch leid, dass ich jetzt hier nicht so viel sagen kann. Aber ich muss mich wirklich... Generell irgendwie muss ich mich... in Mario Hex sehr konzentrieren. Weil ich sowas schwierig finde. Weil ich eben auch nicht so der Experte darin bin. Trotzdem nettes Level. Mit einer netten Idee. Aber halt auch etwas anspruchsvoller. Was, wie gesagt, nicht unbedingt schlecht sein muss. SM Sunshine. Super Mario Sunshine. Okay, das ist das Level. Wow, was ich schon mal gesehen habe in einem Let's Play dazu. Press up and you can fly, move into the water and press down to refill your water tank. Okay, das ist schön. Ich habe nur mal ein Let's Play gesehen, relativ kurz im Prinzip. Zu diesem Level. Weiß nicht, wie... ich habe einen Timer, okay. Komm, 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 komm. Gut. Was? Ach so, muss ich hier etwas länger drin stehen bleiben, oder was? Damit sich das nachfüllt. Okay. Was? Zählt das nicht als Wasser, oder was? Egal, dann renn ich jetzt hier so durch. Wo sehe ich denn hier so eine Anzeige dafür? Wäre ganz gut. Oder ist das Wasser, was da in diesem Tank drin ist, ist das schon meine Anzeige? Eigentlich nicht. Das ist ein
festgelegter Sprite bestimmt. Ah, komm, den Pilz will ich irgendwie schon noch haben. Auch wenn er mir gleich wieder drauf geht. Das war nicht so schlau. Ja, anscheinend scheint das wirklich meine Anzeige zu sein, weil jetzt ist leer. Ach komm, das geht. Komm. Pilz her, ich mache jetzt ein Safe State. Mal auf Risiko. Ja. Schön. Gut. Füllt sich das jetzt nur zur Hälfte auf, oder was? Das ist dann aber ziemlich wenig, wenn das nur so kurz dann hält. Naja, gut. Safe State und los geht's. Mario. Okay, das geht. Hallo? Ich möchte gerne... Das kann nicht sein irgendwie, oder? Dass der Tank dann schon leer war. Weil dann reicht es nicht aus. Moment. Hier rüber? Hier hoch? Und jetzt safe. Ja, komm. Puh. Ach, da ist meine Anzeige. Ah, 25. Hier oben. Habe ich sie entdeckt? Okay, gut. Dann geht's jetzt weiter. Ich fliege einfach mal hier oben lang. Einfach mal in der Hoffnung, dass das relativ sicher ist. So, auf 25 wieder auffüllen. Und ein Pilz abkassieren. Füllst du dich wieder auf? Ne, wenn er groß ist, füllt sich's nicht auf. Bei so einer Lache. Doch, wenn ich mich ducke. Okay. Stand das in der Textbox? Habe ich das irgendwie überlesen? Moment, ich muss mal auch mal kurz nach der Zeit gucken. Obwohl, für dieses Level dürfte es noch reichen, denke ich. Ah, gut. Ja. Okay, wenn das jetzt so abläuft, dann weiß ich nicht, ob ich das so schaffe. Ich cheate das jetzt. Ja! Aber da kommt ja noch mehr davon. Da präzise fliegen, das ist schwierig. Na gut, ich glaube, mache jetzt hier aber auch erstmal einen kurzen Schnitt und dann geht es gleich weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin.